Und damit willkommen zurück bei dem Finale von Papers, Please. Also die letzten Tage brechen an und wir starten mit dieser Nachricht. Ministerium für Gesundheit schützt die Bürger. Neue Richtlinien. Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze. Das bedeutet für uns mehr Arbeit und neue Dokumente zum Überprüfen. Es wird also auch wirklich so komplex wie noch nie. Wir schauen mal, wie wir das heute hier so vonstatten kriegen, wie gut wir das alles abgearbeitet bekommen. Inspektor, die Gefahr des Ausbruchs einer Epidemie ist zu groß. Neue Vorschriften sind ab sofort in Kraft. Alle Einreisewilligen müssen eine gültige Impfbescheinigung über einen aktuellen Polio-Impfstoff vorlegen. Diese Vorschrift betrifft Inländer, Ausländer, Diplomaten und Asylsuchende. Bürgern der Vereinigten Föderation ist die Einreise mit einer solchen Bescheinigung gestattet. Als toskanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altan sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Arzt Totska. Korrekt, wir haben also neue Dokumente zu überprüfen, nämlich die Impfbescheinigung. Regulatorisches Dokument. Polio-Impfung ist bei allen Einreisenden erforderlich. Dann starten wir mal den Tag. Polio, das ist also auch soweit alles gut. Wir sehen auch, dass die Impfung 3 Jahre hält. Damit ist alles legitim bei ihm. Ja, passt. Bitte rein. Hier hingegen, da muss man auch nochmal rechnen, ist denn das Jahr 81 mit 3 Jahre plus eben noch in unserem Raum? Ja, in dem Falle schon. Haihan allerdings gehört nicht zu Republien. Damit ist das ein gefälschtes Dokument. Elisa, Sie kennen Sergu? Er hat gesagt, Sie sind ein Freund. Sie würden mir helfen. Bitte, ich habe meine ganze Familie verloren. Nur er ist mir noch geblieben. Ja. Vielen, vielen Dank. Das werde ich Ihnen niemals vergessen. Wir haben da schon... Naja, wir haben keine moralische Verpflichtung. Aber seht euch das an. Er ist so erfreut darüber. Sie umarmen sich und das ist vermutlich einer der schönsten Momente des gesamten Spiels. Und allein dafür lohnt es sich, sie weitergehen zu lassen, finde ich. Impfbescheinigung? Davon weiß ich nichts. Ist mir egal. Ja, das sieht ganz gut aus. Die Kontrollen hier sollen ja sehr streng sein. Da bin ich aber froh, dass meine Dokumente alle in Ordnung sind. Okay, das klingt ein bisschen irritierend, aber bislang sagt er die Wahrheit. Ich kann nichts Falsches erkennen. Ist auch so ein bisschen wieder ein roter Hering gewesen. Dauer des Aufenthalts 2 Wochen, das passt, aber mal wieder die Einreise verpasst.
Madeline Belowska, ja. Aus Altan allerdings. Der Rest scheint aber zu stimmen. Was ist das für ein Zettel? Wo ist der Pass? Das können Sie doch nicht machen. Doch. Ich darf das ausnahmsweise schon. Er hat keinen Pass. Er, auch wenn er arbeiten möchte, das ist ja schön und gut. Und da sind wieder böse, böse Leute, die wir ganz sicher nicht durchlassen. Unser armer Sergu muss unbedingt überleben. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Gipfelgespräche abgebrochen. Keine Einigung über geteilte Stadt Grestin. Koordinierter illegaler Grenzübertritt. Danke für alles, was du für mich getan hast. Elisa ist ja so glücklich hier. Sie sagt, unser erster Sohn wird deinen Namen tragen. Schön und gut, aber ich habe ihr gesagt, ich will zuerst deine Tochter. Ich würde ihr gern den Anhänger zeigen. Hast du den noch? Ach, was habe ich den doch vermisst. Ist nicht viel, aber wir haben einen Weg gefunden, dir zu danken. Elisa wird dir unser Dankeschön nach Hause bringen. Ich hoffe, es hilft dir. Morgen werde ich auf einen anderen Posten versetzt. Pass auf dich auf, mein Freund. Inspektor, zur Steigerung der Effizienz wurden Einreisegenehmigung und Ausweisanhang zu einem Visum zusammengefasst. Ausländer müssen ab sofort ein gültiges Visum vorlegen. Der konzertierte Angriff vom gestrigen Tage hat eine Krisensitzung notwendig gemacht. Ein wichtiger kolechischer Unterhändler wird heute eintreffen, um die Probleme an diesem Grenzübergang zu besprechen. Arztoskanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altan sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Arztorska. Alles klar. Also, Sergu wurde gerettet. Er ist weiterhin mit seiner Elisa glücklich. Und da können wir sehr, sehr froh drüber sein. Ihr Arschtoskaner ändert ja ständig die Regeln. Meine Schwester ist letzte Woche mit ganz anderen Papieren eingereist und jetzt brauche ich dieses neue Visum. Das kostet dann doppelt so viel. Ach ja, das Visum, stimmt ja. Ein neues Dokument ist ein bisschen anders als vorher, hat aber auch dieselben Informationen. Ersetzt die Einreisegenehmigung und Anhang A. Identität hat auch wieder die Siegel. Alles ganz, ganz wichtig. Okay, du bist auch groß genug, ne? Du willst zu Besuch herkommen für 14 Tage. Passt schon. Obwohl ich ihn eigentlich für Beamtenbeleidigungen hätte einsperren lassen sollen. Die Regierung will den Forderungen Kolechiens nachgeben und Grestin preisgeben. Wir müssen die Verhandlungen stören. Lassen Sie den kolechischen Diplomaten rein, aber konfiszieren Sie seinen Pass. Ein EZIG-Agent wird ihm unter seiner Identität folgen. Nö, 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 auf keinen Fall. Polio, sehr schön, aber bereits abgelaufen. Erika 14, ja, das passt alles.
ausaltern. Die Größe stimmt. Ja. Und dann kommt auch bald noch der kolechische Diplomat. Den können wir normalerweise auch immer durchlassen. Ich glaube, das ist fest eingeschrieben, dass da alles stimmt. Gabriel Timoneri. Ja. Transit für 2 Wochen. Antegrien ist korrekt. Kurze Haare stimmt wohl für einen Mann ebenso. Das dürfte dann wohl der Diplomat sein. Arzt Torzka ist auch dabei. Gordon Carlo, rein mit dir. Du siehst aber nicht genauso aus wie auf dem Bild. Daher wirst du abgelehnt. Die Überprüfung sparen wir uns hierbei. Ich soll den Ausweis eines Diplomaten abholen. Ich habe keinen. Ja, als ob ich mit euch zusammenarbeiten würde. Polio stimmt. Eva, Franziska, Steen, das ist alles gut. Ja, der Nachname ist anders. Ich glaube, ich kann sie jetzt trotzdem einfach ablehnen. Auch ohne das zu überprüfen. Ja. Wir brauchen auch auf jeden Fall noch einiges an Geld hier. Daher sollten wir da schon schauen, dass wir sie alle sehr schnell abarbeiten. Das Siegel ist falsch. Die hat keine Polio-Impfung dabei. Das ist alles schon zu alt. Damit ist der Schutz bereits abgelaufen. Das geht auch nicht. Hier fehlt auf jeden Fall noch ein Dokument. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich hier sowas brauche. Wie heißt das nochmal? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Daher muss sie leider gehen. Ja, Alexander Bolotow will für 2 Monate arbeiten. Das passt soweit. Also es wird auch wirklich komplizierter hier. Das sieht man schon. Die ganzen Dokumente, da noch den Überblick zu behalten, schwierig. Polio, sehr gut. Er will hierher ziehen. Mal schauen, ob das alles passt. Kurze, glatte Haare. Ja. Okay. Ist Bostan in Republien? Ja, okay. Bin mir da echt immer unsicher und ich weiß gar nicht warum, aber das ist immer so meine Schwachstelle. Republien, Impor. Da nochmal das zu überprüfen.
Jo, passt alles. Können wir noch jemanden schaffen? Ja, haben noch genug Zeit. Wir werden hier noch Geld brauchen, wenn wir das meiner Meinung nach schönste Ende erreichen wollen. Daher bin ich da gerade ein bisschen, ja, innerlich unter Zeitdruck. Sehr kurze Haare? Ja, okay. Passt schon. Also nicht wirklich Zeitdruck in dem Sinne, aber es wäre nicht verkehrt, weil wir wollen hier alle unsere Familie, wenn möglich, retten. Aus den Fängen des aztotskanischen Regimes. Eine junge Frau hat ihnen etwas dagelassen. Elisas Geschenk, das sind ganze 100 Credits. Da können wir wirklich gut von leben. Eine provisorische Gesprächsbasis. Gespräche in Kollegien schaffen eine gemeinsame Basis. Klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Inspektor, aufgrund der fortwährenden Angriffe weitet das Ministerium für Information die Konfiskierung von Pässen aus. Alle aztotskanischen Pässe von Einreisewilligen aus dem Inland sind zu konfiszieren. Ausnahmen werden nicht gemacht. Ausländische Pässe sind nicht zu konfiszieren. Es lebe Aztotska. Das heißt, wir müssen alle diesmal reinnehmen, egal ob aus Altern oder nicht. Okay, dann machen wir das. So, Polio, alles gut. Das sieht auch alles stimmig aus. Wir nehmen den Pass und lassen sie rein. Mein Pass? Konfisziert. Das können Sie doch nicht machen. Rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Es steht halt nicht mehr, dass es nur Altern betrifft. Daher einfach alle nehmen. Semaya Erudneva will arbeiten. Für 3 Monate. Ja, passt soweit. Gute Augen. Naja, wenn sie eine Brille trägt, dann wohl kaum. Freunde besuchen für 2 Monate. Ja, behalten wir mal im Hinterkopf. Sehr gut. Aber das ist noch die alte Einreisegenehmigung und nicht das Visum. Was zur Hölle soll denn ein Visum sein? Meinen Sie etwa eine Einreisegenehmigung? Die habe ich doch hier. Ich meine ein Visum. Nie davon gehört. Hört sich selten dämlich an. Einreisegenehmigungen und Anhang werden nicht mehr akzeptiert. Das Visum ersetzt beide. Macht mir die Arbeit leichter. Mir doch scheißegal, deine Arbeit. Verdammte Scheiße. Kann ich verstehen, ist aber leider so. Du hast keine Polio-Impfung, daher geht das nicht. Mach es gut. Oma passt quer. Sie sind ja nur noch Haut und Knochen. Ich wette, Sie haben überhaupt nichts in den Armen. Kommen Sie in unser Studio und ich mache einen Schrank aus Ihnen. Untergewicht, schwach, das Top-Gin. Die Muckibude in Ost-Krestin. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Das sieht alles gut aus.
Ich brauche deinen Pass aber trotzdem und lass dich rein. In der Muckibude werden sie garantiert Muskelmasse aufbauen, denn genau das tun wir da. Ganz, ganz toll. Vladislav Dominik will arbeiten für 3 ganze Monate. Das klingt auch prinzipiell okay. Impor Haihan ist korrekt. Ja, ist der auch so groß? Kurze Locken stimmt auch. Okay. Und da ist mal wieder ein Anschlag. Ganz, ganz toll. Wir haben ja nichts Besseres hier zu tun. Bye, bye. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Das Ministerium für Information hat die Pässe ihrer Familie konfisziert. Wir haben nichts gemacht. Wir waren so gut immer. Haben immer brav alle, ja, wir haben alle EZ-Agenten immer abgelehnt und das ist unser Dank. Kinderserienmörder flieht aus einem Gefängnis der Vereinigten Föderation. Simon Wentz, geboren in Aztotska, auf dem Weg nach Hause? Tja, gute Frage. Die werden wir bald beantworten können. Oh nein. Inspektor, lange nicht gesehen. Lesen Sie heute Ihre Depeschen besonders gründlich. Wir werden mit vielen Arbeitern sprechen. Ihre Befragung steht vor der Tür. Ich werde Sie persönlich leiten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Arbeiten Sie hart. Ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn die hier nicht offizielle Dokumente an der Wand sehen. Immer lieber wegnehmen, kann nie schaden. Hinweis: Alle Beamten müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Unterstützer und Sympathisanten illegaler Gruppen werden unverzüglich verhaftet. Ihre Befragung wurde angesetzt für den 24. Dezember. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Aztotskanische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Aztotska. Wir sehen auch Simon Wentz als gesuchten Kriminellen. Und ja, wir haben also wirklich unseren eigenen Pass nicht mehr, unsere Familie auch nicht. Und dagegen sollten wir vielleicht etwas tun, wenn uns unser Leben lieb ist. Der hier sieht nicht so aus, wird daher hier erst einmal abgelehnt. Auch wenn er ein Diplomat ist. Ich habe die Zeitung gelesen. Guten Tag. In Aztotska geht's ja gerade drunter und drüber. Vielleicht willst du ja für eine Weile verreisen. In Obristan ist es schön. Gleich nebenan im Norden. Man hat unsere Pässe konfisziert, wir können nicht weg. Na, das ist aber kein gutes Zeichen. Warte mal, ich kenne da einen. Der braucht nur echte Pässe, damit er loslegen kann. Der ändert die Daten so, dass sie passen. Habe ich auf die harte Tour gelernt. Gefälschte Urkunden für Obristan? Die sehen ja total echt aus. Einreise genehmigt. Faire Preise, keine Fragen, schnelle Bearbeitung. Bedingungen siehe Rückseite. Preis pro Stück, 20 Mal pro Pass, also 20 Credits pro Pass, 5 Credits pro Einreisebeleg. Kunde muss einen obristischen Pass, Zwecksänderung vorlegen. Service an der Grenze von Aztotska Obristan. Fragen Sie nach Timofey Wie. Ja, das werden wir dann wohl auch tun. Danke für diese tolle Informationen, Georgie, wir lassen dich durch.
Besten Dank nochmal. Hey, weißt du was? Nimm meinen Pass. Ich hole mir einen anderen, ist kein Problem. Jetzt lern das Flugblatt auswendig und rückst dann wieder raus. Ich will ja keinen Ärger kriegen. Obristan ist wirklich zu dieser Jahreszeit sehr schön. Jede Menge Schnee. Keine Ahnung, wo deine Familie noch Pässe herbekommen könnte. Aber du bist ja ein cleveres Kerlchen. Dir fällt schon was ein. Viel Glück. Und genau das werden wir tun. Wir werden also Leuten hier die Pässe klauen, indem wir sie konfiszieren. Und ja, aber natürlich nur aus Obristan. Und daher brauchen wir auch wirklich sehr viel Geld, um für alle unsere Familienmitglieder das dann eben überhaupt bezahlen zu können am Ende. Nikolai Panzer will hier gerne arbeiten. Kann er meinetwegen auch gerne tun, wenn alles passt. 100 Kilo, 177 Zentimeter. Ja, sieht alles super aus, aber wir nehmen auch seinen Pass einfach und lassen ihn durch. Dadurch müssen wir natürlich auch Bußgelder bezahlen, also brauchen wir sogar noch ein bisschen mehr Geld als sonst, weil jede illegitime Konfiszierung bringt uns so ein Bußgeld wieder ein. Marie Pouchot sucht Asyl. ,53 groß, ja, das passt sogar. Und die Fingerabdrücke sind identisch. Auch ihr Pass wird einfach von uns genommen und wir lassen sie dann durch. Wir haben ja zum Glück durch Elisas Geschenk einiges an Geld erhalten. Es sollte also eigentlich alles passen. Und sie war auch noch eine Kriminelle. Ja gut, hupsi wupsi. Da habe ich nicht ordentlich aufgepasst. Gebe ich zu. Habe ich gerade zu viel gelabert. Okay, Jakob Roger, das passt. Sieht alles gut aus. Die Nummer stimmt. Einreisedatum stimmt auch. Die Größe ist in Ordnung. So, habe ich noch gar nicht gestempelt. Komm rein. Jetzt ist eh egal. Jetzt haben wir 5 Pässe mittlerweile. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Schauen Sie sich das gut an. Simon Wentz hat sie mir genommen. Ich folge ihm schon seit vielen Wochen. Ich weiß, dass er bald hierher kommt. Ich weiß, das ist kein kleiner Gefallen, um den ich Sie da bitte. Doch es ist wichtig. Lassen Sie ihn durch, wenn Sie ihn sehen. Aber nehmen Sie ihm zuerst den Pass ab. Ich komme wieder. Sie geben mir seinen Pass und ich spüre ihn auf. Ich werde ihn so leiden lassen, wie er Julia hat leiden lassen. Tja, Selbstjustiz in dem Falle also. Aber tatsächlich notwendig, wenn man alle diese tollen, wundervollen, na, wie heißt es? Wenn man die eben haben will, alle diese Token. Also er gibt auch den letzten aus. So, die Fingerabdrücke stimmen überein. Wir sollen aber auch immer noch aus Aztotska alle einmal mitnehmen. Konfiszieren. Daher, ja. Das passt soweit. Wir kriegen hier also einen richtig großen Haufen an Bußgeldern rein, aber hoffentlich passt das alles noch. Andrei Gojetski, die Nummer stimmt. Transit für einige Tage. Größe? Ja. Bitte, alles deins.
Also ja, Simon Wentz darf eben nicht etwa verhaftet werden, sondern wir müssen da anders vorgehen. Zwei Monate. Die stimmt nicht ganz. Die Masse, die angegeben wurde, daher einfach mal abgelehnt. Das ist schon ein bisschen zu spät. Hier brauchen wir noch eine Impfbescheinigung, bitte. Jo. Aber der Name stimmt nicht ganz. Ja, die Namen hingegen sind korrekt. Die Fingerabdrücke stimmen auch überein. Der Pass wird konfisziert und sie reingelassen. Ja, komm, ich habe jetzt Feierabend, hau ab. Mann, ey. Ihre Frau hat ein altes Familienfoto entdeckt. Sie können nun mit 4 Familienmitgliedern nach Obristan flüchten. Ja, aber wir haben 5. Daher, das lassen wir erstmal noch. Wir haben auch noch nicht genügend Geld. Straßensperre für kollegische Resolution. Geteilte Stadt bleibt ein Zankapfel. Oh, wieder hoher Besuch. Daher ganz, ganz schnell alles abnehmen und nur die offiziellen Sachen schön präsentieren. Du kleiner Mistkerl. Shay glaubt jetzt, dass ich hier überhaupt nichts zu melden habe. Ich hatte dir doch ganz klar gesagt, dass du sie durchlassen sollst. Jetzt muss ich mir für dich was Schönes einfallen lassen. Sie haben 13 Verweise bekommen. Es gibt keine Urkunden mehr. Ja, ist mir egal. Das wunderschöne Familienfoto von 1980 werden wir nun aufhängen. Genauso wie wieder das Bild unseres deinen Sohnes. Hinweis: Alle Beamten müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Unterstützer und Sympathisanten illegaler Gruppen werden unverzüglich verhaftet. Ihre Befragung wurde angesetzt für den 24. Dezember. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Als toskanische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Arzt Totzka. Ja, damit machen wir auch weiter. Und schauen mal, wem wir heute so vorfinden können. Christoph Mullins. Durchreise in ein anderes Land für 2 Wochen. Das stimmt soweit. Obristan, bist du auch so groß? Ja, ne? Okay. Dann nehmen wir diesen Pass doch mal mit und lassen ihn durch. Damit haben wir auch 6 Pässe aus Obristan und brauchen keine weiteren konfiszieren. Wir brauchen aber noch genügend Geld. Diesen Mann kenne ich irgendwoher. Simon Wentz also. Ja, und wir werden ihn also einfach durchlassen. Aber seinen Pass konfiszieren. Er stellt auch gar keine Nachfragen. Arthur Lukmanov.
Ja, okay. Transit für 2 Tage. Das sieht soweit gut aus. Meiner Meinung nach stimmt das alles. Ich lasse ihn also durch. Schönes Bild, das Sie da an der Wand haben. Erinnert mich daran, dass ich ja auch mal eine Familie hatte. Ja. Adios. Wir brauchen halt unbedingt das Geld, daher muss ich hier jetzt noch ein bisschen schneller agieren. So, ein Pass. Ridies Soin, das stimmt soweit, aber der ist schon abgelaufen. Da frage ich mich halt auch, wenn ich aus Obristan einen abgelaufenen Pass nehme und den eben konfisziere und nutze, dann ist das doch eigentlich ein bisschen komisch. Naja, haben Sie ihn gesehen? Geben Sie mir seinen Pass. Ich kenne diese Stadt. Der wird gleich zu finden sein. Lassen Sie mich durch. Danke. Und jetzt geben Sie mir bitte das Foto meiner Tochter zurück. Das werde ich ihm zeigen, während er leidet. Meine Julia. Lesen Sie morgen die Zeitung. Also ich bin kein Freund von Selbstjustiz. Daher tut mir das ein bisschen in der Seele weh. Aber ja, natürlich ist es ein Thema, wo man das schon irgendwie nachvollziehen kann, dass diese Aggression einfach da ist. Natürlich, das eigene Kind wurde umgebracht. Was soll ich da auch sonst sagen? Naja, also konfiszieren und Einreise wird nicht genehmigt. Adios. Sei froh, dass du nicht eingebuchtet wurdest. Also wirklich. Sich dann auch noch beschweren. Das sind mir immer so die Liebsten. Was? Ich habe gefälschte Dokumente dabei. Was soll ich denn damit jetzt machen? Ich habe gehört, dass die Grenze geschlossen wird. Mein Visum wird aber nicht mehr rechtzeitig ankommen. Bitte, haben Sie Erbarmen mit mir. Ich weiß doch, dass das fehlt. Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Ich habe Angst, dass die Grenze zugemacht wird, bevor ich reisen kann. Leider nicht mein Problem. Also wir haben hier wirklich unsere eigenen Probleme gerade. Daher, wir brauchen das Geld und müssen zusehen, dass wir hier möglichst schnell wegkommen. Daher wird jetzt so unauffällig wie möglich hoffentlich der Rest der Arbeitstage bestritten. Keine Brille, das ist nicht korrekt. Tomo und Timo, das sind leicht unterschiedliche Namen. Daher ist deine Einreise nicht akzeptiert worden. Da ist keine Polio-Impfung dabei. Das Datum ist zu spät. Anton Bolchakow. Ja, das sieht alles schon mal ganz gut aus, aber hier ist der Name
Nicht identisch, damit wirst auch du nicht reinkommen. Bye bye. Bereits abgelaufen. Svetlana Petrovic, arbeiten für 3 Monate, okay. Aber hier sind die Passnummern nicht identisch. Daher bye bye. Das sieht ganz gut aus. Wir machen hier ordentlich Fortschritte, was das Geld angeht. Ist schon okay. Josef Mogle. Will besuchen für 14 Tage ist okay. Bist du 1,90? Ja, ne? Ja. Man sieht einige Wochen, ja, es sind ja 2 Wochen, passt also. Lockige Kinn, lange Haare. Kurioserweise soll das stimmen. Republien, jo. Okay. Viel Spaß in Arztorska. Aber wir werden hoffentlich bald hier raus. Oh nein! Ach, das Geschlecht ungültig. Naja. Sie können nun mit ihrer ganzen Familie nach Obristan flüchten. Ja, könnten wir. Aber wir haben nicht genügend Geld. Obwohl ich mich auch frage, warum kann ich denn da nicht sagen, okay, ich zahle jetzt einfach die Miete nicht mehr und fliehe. Aber passt schon. Dann müssen wir nochmal ordentlich ranklotzen hier. Blutbad in Genistora. Simon Wentz unter rätselhaften Umständen tot aufgefunden. Unsichere Zukunft für Grenzübergang Grestin. Der 23. Dezember. Am nächsten Tag würden wir also verhört werden. Wir müssen sehen, dass wir hier noch ganz schnell ganz viel Geld zusammensammeln. Inspektor, das Ministerium für Grenzschutz führt zurzeit Gespräche über die Schließung dieses Grenzübergangs. Bis eine Entscheidung feststeht, haben Sie Dienst nach Vorschrift. Morgen früh werden Sie sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Arztotskanische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Arztotska. Also wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir eigentlich keine aufforcierten Bußgelder mehr bekommen werden, weil wir ja alle Pässe haben. Und eigentlich gibt es auch nicht mehr viel zu erledigen. Wir müssen jetzt nur noch ordentlich arbeiten. Freunde besuchen 14 Tage. Die Ausweisnummer stimmt nicht überein. Bitteschön, bye bye. Wir brauchen aber eine ordentliche Menge Geld, müssen daher viele, viele Pässe ordentlich abarbeiten und hoffen, dass das alles klappt. Besuch für 3 Monate. Du bleibst nicht hier, bis du stirbst. Na gut, ich bleibe 12 Wochen. Ja, das denke ich aber auch. Josef Honig. Passt alles sonst? Viel Spaß. Josef Kienle besucht Verwandte für 3 Monate. Das ist okay. Die Größe stimmt hoffentlich auch. Ja. Ja.
Also es kann natürlich sein, dass ich trotzdem irgendwelche Bußgelder bezahlen muss, aber wir müssen halt hier keine mehr auf jeden Fall eingehen, um das meiner Meinung nach schönste Ende hier zu bekommen. Besuch für einen Monat ist in Ordnung, du hast keine Brille auf. Junge, Junge, ich habe das ganz große Ding gedreht. Riesig, kannst du dir gar nicht vorstellen. Egal, wollte mich nur bei dir bedanken. Deswegen habe ich mich extra angestellt. Vielleicht setze ich mich jetzt zur Ruhe. 40 Credits. Ja, vielen Dank, Georgie. Die können wir auch gebrauchen. In jedem Fall. Er kommt hier nur durch, sagt er. Aber wir brauchen seinen Pass. So, Connor Strader, die Nummer stimmt. Ja, soweit, so gut. Und er hat auch die richtige Länge gesagt, einige Wochen in Ordnung. Sehr schön, mach's gut. Sie möchte Freunde besuchen. Das kann sie ja prinzipiell auch gerne, wenn alles andere passt. Aber 1,93 ist sie nicht. Daher wird auch sie abgelehnt. Unglaublich. Selbst jetzt. Hallo. Kann ich jetzt bitte mal jemanden umbringen? Ich meine, betäuben natürlich. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Sie sind von der Arbeit nach Hause geeilt, um nach ihrer Familie zu sehen. Ihr Verhör ist für morgen früh angesetzt. Sie könnten nun mit ihrer ganzen Familie nach Obristan flüchten. Aber leider reicht das Geld nicht. Wir müssen jemanden zurücklassen. Das tut mir ein bisschen leid, aber es bringt nichts. Ihr Sohn, ihre Frau und ihre Nichte machen sich mit ihnen auf den Weg nach Obristan. Ihr Onkel und ihre Schwiegermutter bereiten sich auf die Rückkehr nach Nisk vor. Sie steigen in den Zug in Richtung nördliche Territorien. Er ist so gut wie leer. Sie bezahlen für die hastig gefälschten Pässe und die Wiedereinreisebelege. Beide sehen furchtbar aus. Sie erreichen den Grenzübergang im Morgengrauen. Die Schlange ist schier endlos. 6 Stunden später. Ihre Papiere. Hier. Sie reisen alleine ein? Nein, meine Familie begleitet mich. Dann legen Sie jetzt alle Papiere vor. Wir sind hier, um unsere Verwandten zu besuchen. Mir doch egal, was Sie hier wollen. Warten Sie hier. Zack, bumm. Zack, bumm. Zack, bumm. Zack, bumm. Willkommen in Obristan, Nächster. Es ist unklar, ob Ihr Onkel und Ihre Schwiegermutter in Sicherheit sind. Und das war also Papers, Please. Und am Ende sehen wir noch eine kleine Statistik. Ja, ne? 408 Reisende abgefertigt, 182 passieren lassen, 177 abgewiesen, 34 verhaftet, 25 Verweise bekommen, 417 Papiere abgestempelt und das Ende 16 von 20 erreicht. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Ich bin damit zufrieden.
Und wir haben hier ja auch extra versucht, alle diese Tokens zu erreichen. Daher ist das schon okay, dass auch die Anzahl der Verweise ein bisschen höher ist. Ich habe ja auch in meinem, ja, in meinem Video vor einigen Jahren, wo ich das eben schon mal alles durchgespielt habe und 100% Akkuratesse erreicht habe, da habe ich natürlich auch nicht kommentiert und musste mir weniger Gedanken drumherum machen, sondern konnte mich total auf das Spiel konzentrieren. Daher bin ich hier schon ziemlich erstmal zufrieden mit dem Ergebnis. Aber ja, das Projekt geht noch ein bisschen weiter, denn ich möchte mit euch in den nächsten Videos alle Enden schaffen und eben auch noch alle Achievements zeigen, die wir hier im normalen Verlauf nicht erreicht haben. Aber keine Sorge, das wird jetzt nicht immer so ein voller Durchgang sein, den ich euch dann präsentiere, sondern wirklich nur die wichtigen Szenen, wie man von einem Ding zum anderen Ende kommt und eben alle Errungenschaften für sich selber einheimst. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, trotzdem jetzt schon mal mit dem grundlegenden Let's Play, und dass ihr vielleicht bei den nächsten paar Videos auch nochmal einschaltet und ihr vielleicht ein wenig mehr über Papers, Please damit kennenlernt. Macht es gut!